junge Flüchtlinge und Jugendliche aus der Region zusammenbringen. Das schafft das Theaterprojekt von Theaterpädagogin und Projektleiterin Marlene Wagner-Müller und des Vereins Das Magische Projekt e.V. Das Stück Home or Life wurde am Freitag in Weiden vorgestellt. Das Ziel ist ganz klar: jungen, unbegleiteten Flüchtlingen ein Sprachrohr geben. Gerade in diesen Improvisationsübungen, die wir immer zum Anwärmen für diese Ausprobierphase brauchen, also gab es eben da eine Situation, dass ein Bursche diese Überfahrt nach Griechenland in einem Gummiboot plötzlich spielen wollte. Ja. Also er hat sich gebärt wie Johnny Depp in Flucht der Karibik, aber man hat genau sehen können, dass er also in einer akuten Situation sich befand und hat uns da mitgenommen. Für das Theaterstück gibt es kein Drehbuch. Alles basiert auf Erfahrungen der Teilnehmer. Diese haben sich in der Probenphase seit November gut kennengelernt. Am Anfang ist jeder immer so ganz verhalten reingekommen. Dann waren die jungen Flüchtlinge meistens so in einer Gruppe zusammengestanden. Keiner wusste so richtig. Und mittlerweile ist es wirklich, sie kommen direkt hier rein, großes Hallo, jeder umarmt jeden. Die Uraufführung ist für den 21. Oktober geplant. Bis dahin soll die Gruppe zusammenwachsen und Vorurteile und Angst abgebaut werden. Die Jugendlichen sollen ihre Geschichte erzählen, sollen Chancen und Möglichkeiten der Unterschiedlichkeiten in einer Gruppe kennen und schätzen lernen. Das sind die Augen, das sind die Hände, die Beine, der ganze Körper spricht mit einem. Das ist ja das Schöne an der Theaterpädagogik. Man braucht eigentlich nichts, es geht alles von selber. Jugendliche zwischen 16 und 25 Jahren können sich gerne noch bei das-magische-projekt.de melden und bei dem Theaterprojekt mitmachen. Die momentanen Teilnehmer sind sich jetzt schon sicher, das Stück hat jedem etwas an Erfahrung gebracht. Ich suche hier als etwas Lernen. Auch ich spiele und auch etwas lernen. Ich finde es ziemlich schlimm und auch sehr interessant, die Geschichten. Home or Life, ein Theaterprojekt, das als Beispiel für gelungene Integration dient. Also gut, bringen wir es hinter uns, holen Sie Nummer 9. Wenn Sie vielleicht mal einen kleinen Blick da reinwerfen. Ziemlich beste Freunde ist ein Erfolgsfilm des Jahres 2012 mit über 9 Millionen Besuchern. Dass sich diese Geschichte aber auch für die Bühne eignet, kann derzeit in der Komödie im Bayerischen Hof in München erlebt werden. Verpiss dich! La da 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 da, it's the motherfucking D-O-double-G, Snoop Dogg! La da 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 da, you know I'm mobbing with the D-R-E. Philipp, reich, adelig und querschnittsgelähmt, braucht einen neuen Pfleger. Mitleid braucht er nicht. So lernt er Dries kennen. Der Vorstadtganove kommt frisch aus dem Gefängnis und braucht nur ein gescheitertes Vorstellungsgespräch für seinen Antrag auf Arbeitslosengeld. Mitleid kennt er nicht. Zu seiner Überraschung stellt Philipp ihn ein. So prallen zwei völlig unterschiedliche Charaktere, zwei Welten aufeinander. Und aus dem Angestelltenverhältnis entwickelt sich eine ganz außergewöhnliche Freundschaft, die alle Konventionen über den Haufen wirft. Dries übernimmt zum ersten Mal im Leben Verantwortung und Philipp lernt das Leben von einer ganz neuen Seite kennen. Ihr Ding ist es also, sich die Ohren lecken zu lassen? Manchmal schon, ja. Na los, kommen Sie schon, probieren Sie mal. Sie werden sehen, es wird Ihnen gut tun. Na los, rein damit. Na los, das ist pure Medizin. Ziemlich beste Freunde, was im Leben wirklich zählt. Ein Schicksal, ein Buch, ein Film und jetzt ein Theaterstück. Noch bis Mai in der Komödie im Bayerischen Hof München.